Jawohl. Und da haben wir es auch geschafft. Ich habe die ganze Zeit wieder nicht geredet, weil das sicherlich wieder gefühlt Versuch Nummer 7 war. Und ich habe es ja schon im letzten Part erwähnt. Ich nehme jetzt relativ viel auf einmal auf. Meine Stimme ist schon hinüber. Hört man vielleicht auch? Hört man vielleicht auch? Alex, betone die Buchstaben bitte. Okay. Nein. Und ja, deswegen möchte ich da etwas schonender zu meiner Stimme sein. Deswegen bei Parts, die sich immer und 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 immer wieder wiederholen, halte ich deswegen demnächst immer die Klappe, sende das ein, was wichtig ist, was erfolgreich ist. Er wollt ihr eh nicht sehen. Seien wir mal ehrlich. Er will schon jemanden sehen, der hier 10 Minuten braucht, nur um so eine komische, winzige Arena zu plätten, die eigentlich nicht allzu schwer sind. Da sie alle nach dem Schema F ablaufen. Ach, ich glaube, ich weiß, was das hier war. Genau, ich darf nicht. Ich darf nicht von den Lampen getroffen werden. Ja, so kann man es auch beibringen. Und muss nebenbei hier diese Zielscheiben zerstampfen. Wie man sieht. Bam. Darf ich hier auseinanderlaufen? Ja, darf ich. Das ist nett. Wenigstens das darf ich noch. So, hier kann ich lang, da kann ich lang, da kann ich lang, da kann ich lang. Okay. Und ich nehme das natürlich auch nochmal eine Lampe. Ja. Aber das sollte auch kein Problem sein. Jetzt müssen. Ich will nur nochmal, dass die vorbeikommt. Genau. Und jetzt kann ich den hier bringen. Zack. Und da haben wir auch schon ein Feld mit Chunkys Face drauf. Und wie Twanky schon beschrieben hat, werden wir damit unsichtbar. Ich finde, es sieht grandios aus. Herumwatschelnde Kleidung. Klasse. Schein und Sein. Kann man ja. Mal sehen, wie viele wir dieses Mal treffen müssen. 8 Stück, na gut. Soll man auch machbar sein. Ja, wie ihr kennt ja, eingeschränkte Sicht und in diesem Fall 8 Krokodile, die wir mit Melonen abfeuern müssen. Gestaltet sich auch teilweise als relativ schwierig, weil der ihre Bewegungsabläufe nicht so ganz durchsichtig sind oder zu erkennen sind. Immer so, sie laufen immer im Kreis. Aber da ist der Winkel manchmal relativ unterschiedlich. Wo sind wir? Da sind wir. Was ist denn? Der läuft jetzt einfach geradeaus. Der kann scheinbar keine Kurven mehr laufen. Und jawohl, first try. So mag ich das. So darf das in Zukunft immer sein. Für das restliche Spiel über. Das wird auch 100% so passieren. Ich meine, was sollte denn sonst auch anders sein? Ich meine, so. Das Spiel ist nur so einfach, ne? Dass wir das nicht direkt auf Anstatt sofort hinbekommen, der totale Kacknoob ist. Nein. Das Spiel ist schon nicht einfach. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, gut, ich habe jetzt 200 Bananen. Die eine Banane, die kriege ich nicht. Das ist mir zu blöd. Die lasse ich einfach weg. Würde ich nicht gerade ein Let's Play machen, würde ich das sicherlich auch sagen. Weil außer Prestige, um sagen zu können, ja, ich habe das gemacht, bringt es ja eigentlich nicht wirklich viel. Wo das schon wieder was anderes ist, ist, wenn man das Ganze online hat, also über so ein Erfolgssystem, wie es über Steam läuft. Da muss ich sagen, da spiele ich auch gerne Spiele auf 100%. Weil da gehöre ich halt gerne zu den 3,3%, die Dark Souls zu 100% abgeschlossen haben. Das erfüllt mich einfach mit Stolz. Ich glaube, das hätte ich anders lösen können. Hätte, muss aber nicht. Aber die Bananen wollen wir natürlich alle mitnehmen, die hier rumliegen. Was ist denn das für ein komischer Ballon? Hoppala. Tschüss, Tiny! Guckt euch mal den Spezi an. Seht ihr das? Der Ballon verarscht uns.
So nicht. Warte mal, machen wir mal so hier. Zack. Jawohl. Den haben wir gefickt. Der Hund ist tot. Mausi tot. So, dann wird nochmal die Federflitze ausgepackt, denn ich will den Ballon haben. Aber ja, so, und jetzt muss ich glaube ich hier die restlichen Hundis abknallen. Boing. Boing. Und. Ha! Da war mit Bunny gespielt. Und der ist auch hinüber. Oh, ich bin ein Trottel. Ah. Muss ich das überhaupt machen? Ich sehe jetzt eigentlich nichts passiert. Das Problem ist, wenn ich das jetzt noch ein, zwei Mal mache, gehen mir auch die Granaten langsam aus. Dann haben wir dazu gleich noch das nächste Problem. Joho. Das sah jetzt auch sehr schön aus, wie als hätten wir folgende Granaten. Einen Moment mal bitte. So, und da bin ich auch schon wieder. Ah, Banana. Donkey Kong und die 120 ist voll. Jo. 80 Bananen noch. Minus die Hasen sind es nur noch 40. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Mami, bist du das? Oh Mann, ey. So, was haben wir denn hier drin? Oder waren wir hier drin schon? Nee, hier drin waren wir noch nicht. Aber die Tür fällt hinter uns zu. Brutale Gegner erscheinen. Unsere Aufgabe ist es, innerhalb von 50 Sekunden alle zu töten? Was bitte? Noch irgendwelche Wünsche? Willst du dir mal das machen? Das ist ganz einfach. Wir stellen uns hier drauf, dass wir alle rankommen. Und uns runterwerfen. Das war nicht der Plan. Ich wüsste auch nicht, was man mit so einem Plan machen soll. Außer wegwerfen. Au. Okay, das kann tatsächlich richtig kompliziert werden. Vor allem damit gleich wieder die Rubine ausgehen. Ich kriege eine Krise hier. Und jetzt werde ich erstmal abgeschossen. Komm, knall mich ab. Sauerstoff. Jo, das ist unser alter Freund aus der Aztekenarena, der damals schon auf uns gezielt hat. Und lässt uns dieses Mal nicht so viel Zeit, um abzuhauen. Hm, jetzt muss ich mir wirklich mal was einfallen lassen. Wie mache ich denn das am besten? Ich glaube, ich fliege rüber zu einem der Kremlins. Und werfe dann von dort aus erstmal Granaten. Ich glaube, es dürfte die intelligenteste Taktik sein, die wir zur Verfügung haben. Na, Diddy. Mensch. Kennst du nur das Problem? Von wegen Kokosnuss. So. Natürlich reicht das nicht. Gottes Willen, wie soll ich denn das machen? Man sieht keinen Spruch nicht spielen. Sorry Leute, aber. Ich glaube, das werde ich dann mal wieder an ein paar dran setzen. Oh, ich muss schon so viel ransetzen. Nee. Also ich glaube schon, dass ich da in die Mitte von... Ich muss erstmal in die Mitte gehen. So viel ist, glaube ich, klar.
Problem ist nur, ich habe mittlerweile nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, in die Mitte zu kommen. Aus dem einfachen Grund, dass mir meine Todesnüsse ausgehen. Und hinzu kommt auch noch, dass die mich runterwerfen, bevor ich überhaupt oben bin, richtig. Ja. Was soll ich denn da machen? Ich weiß es nicht. Eine Idee hätte ich noch, aber ob das klappt, keine Ahnung. Natürlich klappt das wieder. Ach, Alter. Ja, das wird ein Fall für... Und dann später irgendwann. Tut mir leid, Leute. Ich bin gerade leicht demotiviert. Das mit den Kristallkokosnüssen geht mir dezent gegen den Strich. Dass sie ständig alle sind. Und ist einfach ungeil. Was hast du denn hier noch zu tun? Ihr hört schon, diese Motivation in meiner Stimme ist wirklich von innigster Liebe umhüllt. Einen Moment bitte. So. Hab schon wieder nicht meine Aufnahmezeit gesehen. Was muss man hier machen? Sag fliegen und ich schlage dich. Sag Gegner töten und ich schlage dich noch mehr. Vor allem, wenn es darum geht, diese Gegner zu töten. Wow! Oh, Gottes Willen. Wir wollen uns hier veralbern, Leute. So. Was passiert jetzt für ein Mist? Okay, hochspringen. Das ist noch umsonst. Das können wir machen. Das kriegt man hin. Und dann? Hallo? Ach, das war das. Ja, wir sehen schon. Wir sollen hier wieder Kristallkokosnüsse verwenden. Die wir nicht haben. Und deswegen gehen wir einfach wieder. Ich glaube, ich werde dann nach diesem Part mal eine kleine Rundtour machen. Ja, das werde ich tun. Ich werde dann nach dieser Folge mit Lanky in den Wald gehen, dort die letzte goldene Banane holen, mit Chunky vielleicht sogar noch die 5 Bananen, die im Aqua-Albtraum rumliegen, bei der Bananenfee vorbeischneiden. Ich meine, so kann es ja nicht weitergehen, das ist ja ein unhaltbarer Zustand. Ganz ehrlich, so langsam geht die Motivation wirklich runter. Schon allein durch die Tatsache, dass wir für alles Kokosnüsse brauchen. Und diese so spärlich gesät sind, also ich sehe die so selten. Kann auch sein, dass ich einfach der Hälfte übersehe oder dass ich eine Möglichkeit übersehe, die zu finden. Oder zu sammeln oder zu horten oder was auch immer. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd dafür. Möchte ich nicht ausschließen. So, erstmal 5 Bananen für Chunky, nochmal 5 Bananen für Chunky. Ist noch irgendwas für Chunky? Hasan oder so? Nö. Ein Hasan, dann wieder zurück. Wer nicht will, der hat schon einen. So, und ich schaue mich nochmal hier hinten um. Irgendwo muss es ja weitergehen, ne? Und soll sie kaputt machen? Aha. So kriegen wir also das Eis auch kaputt. Sehr schön. Wir haben eine Aufgabe. Wir spielen Musik. Okay. Neuer Versuch. Bam. Hat doch geklappt. Wie ist das denn so schwer, Chunky? Nee, ne?
Also machst du das bitte jetzt immer so und nicht erst 10 Minuten da rumtänzeln mit deinem komischen Angelschmarrn. Eieiei, die Kristallkarawanen. Das kann ja noch heiter werden, wenn das so weitergeht. Wir hoffen es nicht, aber allzu unrealistisch ist es nun mal leider auch nicht. Oh, guck mal! Kristallkokosnüsse. Ich glaub's ja nicht. Okay. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber ich nehme es gerne hin. So, ich mache mich nochmal unsichtbar. Ich finde, das sieht richtig toll aus. Das gefällt mir. So, aber bevor wir uns jetzt weiter nach rechts begeben, um dort weiter nach irgendwelchen Bananenquatsch zu suchen, wechseln wir noch einmal auf DK. Denn mit DK haben wir da drinnen noch einen kleinen Ballon zum Platzen zu bringen. So, fix da. Bitte kein Instrument. Jawohl. Wisst ihr, die Münzen liegen überall rum. Die finde ich en masse. Aber Kristallkokosnüsse? Nee. Wir müssen doch sparen. Keine Kristallkokosnüsse mehr. Sieht zwar fehl, wenn du welche brauchst. Ja. Danke dafür. Also für nichts und so. Ich weiß gar nicht, darf es einen Cheat dafür? Unendlich viele Kristallkokosnüsse. Ich meine, der war ja jetzt hier an der Stelle echt praktisch. Aber ich will ihn nicht verwenden. Ich möchte das Spiel ohne Cheats spielen. Ich weiß, es ist nicht unbedingt nötig und vielleicht ist es sogar gedacht, dass man den Cheat dann irgendwann mal verwendet, aber. Nee. Meine Cheats, die im Spiel eingebaut sind, sind ja schon irgendwie. Nein! Gewolltes Spielgut. Gewolltes Spielgut, das klingt aber auch sehr angenehm. Gewolltes Spielgut ist soeben eingetroffen. Chucky? Achso, der kann ja gar nicht schwimmen, weil Wasser nicht tief genug. Okay. Dann müssen wir uns halt langsam vorantasten. Hier haben wir noch einen Idi-Ballon. Und da hinten haben wir das Iglu. Schön, haben wir das auch mal gefunden. Ah, na, sie juckt. Was haben wir denn da? Haben wir hier noch irgendeine Tür zum einen dabei? Ja, Hammer. Auf damit. Für DK. Und was für Chunky. Danke. Okay, wir haben 10 Kristallkokosnüsse. Das werden wir doch wohl hinkriegen, oder? Oder Chunky? Was sagst du? Danke. Ich bin. Affe, Affe. Bam. Komm raus da aus dem Modus. Raus da, raus da, raus da. Danke. Nichts unnötig verschwenden. Und Chunky ist. Was? Chunky ist fertig? Nee. Nee. Chunky fehlt noch einiges, aber wir haben scheinbar alle Bananen eingesammelt, die es für ihn bis. Die es für ihn größtenteils gibt. Boah, hat schon verwundert. Hä? Bananenmedaille jetzt schon? Was ist denn hier los? Nicht, dass sich das Spiel erkältet hat oder so. Okay, wir warten auf den Ballon und haben ihn. Juhu! Okay. Schauen wir mal weiter. Aha. Was haben wir denn hier? Haben wir hier schon mal? Weiß es nicht. Nee, hier haben wir es noch nicht gemacht. Aber was gibt es denn hier? Oh Gott. Viel zu viele Fässer. Gut, wir probieren es einfach mal und folgen den Bananen. Die dann beim nächsten Mal nicht mehr da sind.
als Orientierungshilfe. Wird ja sowieso überbewertet. Orientierungshilfen braucht heute keiner mehr. Wozu gibt's Navi? Aber zur damaligen Zeit gab's ja was in Spielen noch nicht. Questverfolgung und so. Was ist denn das? Zack. Okay, da ist eine Münze. Ja, gut. Also der Weg, den wir gewählt haben, scheint ziemlich klar zu sein. Da immer nur eine Möglichkeit besteht, uns weiter fortzubewegen, ohne uns ins Nichts zu ballern. Und da kommen wir auch nicht hin, also die hier. Zack, zack, zack. Mal wieder die mit den Bananen. Das, oh, der war knapp. Der war. Oh, Gottes Willen, Leute. Die Fässer sich so schnell bewegen müssen. Nee, nee, nee. Ich nehme das hier. Dann das hier. Und das da. Und natürlich ein Spezialfass. Was denn auch sonst? Kann den Kracher. Hey, das hat man lange nicht mehr. Mit zweien? Okay, nehmen wir drei. Und dann. Wo kommt der denn her? Neuer Versuch. Ich glaube, es sind am Anfang drei. Ja, es sind drei. Und ich schaffe es nicht, sie mir vom Leibe zu halten. Komm, Donkey, ich will die Folge beenden. Streng dich mal ein bisschen an. Schön, dass du durch die Kremlin hier durchschießt. Du warst aber nicht geplant. Bitte treffen. Ja, seht ihr das? Ich treffe die doch. Was soll denn das? Ich sehe es auch schon kommen, dass ich immer noch B drücke, wenn der mich fragt, wollen sie wiederholen? Und ich drücke aus Versehen nein. Ja? Wie geht denn das? Bitte, erklärt mir das mal jemand. Man sieht, wie Knache in ihm drin steckt. Ich schieß fünfmal und es passiert einfach gar nichts. Ach, Kollisionsabfrage, was ist denn das? Also ich bin gerade dezent überfordert. Sagt der Welcome to Bonus Stick? Willkommen zum Bonusschwanz? Nee. Warte mal. Welcome to Bonus Stick. Bonus Gate verstehe ich. Also ich weiß ja nicht, was er sagen möchte, aber ich verstehe Bonus Gate. Welcome to Bonus Stage. Bonus Stage? Bonus Stage, das wäre möglich. Gut, ich probiere das hier weiter. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich es denn irgendwann mal schaffe. Bis morgen dann. Bye bye.